So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Mario Party 1. Wir sind fast durch, es gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten, die wir erledigen müssen. Die kümmern wir uns jetzt dann im Verlauf des ganzen restlichen. Wir starten hier durch mit dem Minispiel Floß. Seht es mir nach, dass ich meinen eigenen Spielstand hier beginne, aus dem einfachen Grund, weil ich noch eine Kleinigkeit in dieser Welt hier in Welt 9 zu erledigen habe, bei dem Ziel. Und ja, also hoffentlich ist das jetzt nicht ganz so störend, aber wir begeben uns jetzt mal zum Startfeld. Normalerweise, wenn man diese Einzelspielerkampagne spielt, hat man 4 Leben und 0 Münzen, deswegen rechnen wir das jetzt auch so runter. Also eigentlich hat man 5 Leben, wenn man das 0. dazu zählt. Deswegen werden wir dann so runterrechnen und stellen uns jetzt vor, also dass da oben 4 steht, links neben dem Luigi-Symbol und neben den Münzen 0. Und ja, wenn davon was abgezogen oder hinzugefügt wird, dann rechnen wir dementsprechend auch weiter. Bevor ich jetzt starte, noch eine Kleinigkeit. Wir spielen jetzt hier die Einzelspieler-Minispiele, allerdings mit ein paar veränderten Sachen. Und deswegen geht es jetzt los in Welt 1-1. Münzblockblitz ist unser erstes Minispiel. Hier gibt es auch ein paar Veränderungen, denn die meisten Minispieler haben hier eine Besonderheit. Hier gilt es, 10 Münzen einzusammeln. Und ich denke, ich werde vermutlich bei diesem Minispielfluss, weil das so ein Einzel-Special-Modus ist, vermutlich, sagen wir mal, schätzungsweise 3 Welten versuchen pro Video hinzukriegen. Sollte mir das gelingen, wäre es gut. Ansonsten müssen wir sehen, dass ich es ein bisschen anders splitte, weil es kommen ein paar Welten später. Da wird es relativ schwierig und da werden wir auch Probleme haben, voranzukommen. Wie dem auch sei, das erste Level ist geschafft. Wenn man immer ein Level schafft, kriegt man normalerweise 10 Münzen geaddet, so wie man es normalerweise auch kennt von den anderen Spielen. Allerdings, wenn wir eine Form der Münzminispiele oder Abweichungen spielen, in denen man auch Münzen sammeln kann, obwohl sie reguläre Minispiele sind, gibt es halt mehr Münzen. Auch hier gilt es wieder, 10 Münzen zu sammeln bei Hau den Münzblock. Auch relativ einfach. Gut, in Welt 1-1 oder generell in Welt 1 ist es ja noch nicht so schwer. Wir sind jetzt gerade in 1-2. Aber ich finde das richtig cool, dass man hier die traditionelle Einteilung von Welt- und Levelbezeichnung aus den alten 2D Jump'n'Run Mario-Spielen übernommen hat. Also so mit 1-1, 1-2 und so weiter. Ihr wisst ja, was ich meine. Und die Special Welt ist natürlich wieder mal die Welt 9. Und die wird wahrscheinlich auch die schwierigste sein. Zumal ich jetzt schon weiß, dass da meine Nemesis ist. Dann kurz ein paar Sachen noch, wie ich mir das jetzt noch gedacht habe, während ich hier gerade den letzten Sack einsammle. Finish! Jawohl. Ich will gesagt, nach dem Minispielfluss gibt es ja ein paar Kleinigkeiten. Wir machen dann noch ein oder zwei Bonusvideos und dann kommt ein Credit. Aber was ich sagen wollte, erstmal blumige Münzflüsche. Da sind wir jetzt da bei den ganzen 1 gegen 3 Minispielen sind wir immer der Einzelspieler. Und hier gilt es, mehr als 20 Münzen einzusammeln. Sollte eine ganz einfache Sache sein, weil mir fällt nur in seltenen Fällen da eine Münze runter. Es gibt übrigens keine Schwierigkeitseinteilung für das Minispielfluss. Die Schwierigkeiten der Computerspiele und der Minispiele steigt sowieso an mit den höheren Welten. Aber was ich dazu noch sagen will, bei Mario Party 2 war das dann so, dass man sowieso dreimal das spielen musste, weil da gab es schon verschiedene Einteilungen. Apropos Mario Party 2, es wird eine kleine Pause nach Mario Party 1 und Mario Party geben, weil ich habe Mario Party 1 etwas zu lange über meinen Kanal gestretched, aber ich habe trotzdem vor, das irgendwann noch zu bringen, aber es wird nicht mehr so gestretched werden wie Mario Party 1, weil das habe ich jetzt schon fast 2 Jahre am Laufen gehabt. Das ist ein bisschen lang. Beinahe hätte ich mit dem Abstand, wann ich das hochgeladen hätte, Proton John eingeholt. Okay, es geht zu Paddelgedaddel. Das ist wahrscheinlich das anstrengendste in Welt 1. Anstrengend, weil wir hier wieder mal unsere Handinnenfläche mal trittieren dürfen. 15 Münzen muss ich einsammeln. Das bedeutet, ich muss eigentlich nur dafür sorgen, dass meine Mitspieler 5-mal an die Bande knallen, ohne dass ich in dieser Zeit einmal an die Bande knalle. Sollte ich in der Zeit einmal an die Bande rutschen, muss ich dafür sorgen, dass ich dann nochmal an die Banone. Nein, geh weg! Blöder Schweiger, Spear Guy. Genau, eine kleine Anekdote übrigens, als Spear Guy damals, der jetzt leider auch aufgehört hat, seinen Kanal von The Necromancer 085 zu The Spear Guy änderte, kam ihm die Idee, dass er ihn The Spear Guy nennt, aus dem einfachen Grund, weil er
gerade da mein erstes Mario Party Video gesehen hat, wo ich dann mit den Speergeist zu kämpfen hatte. Das Interessante übrigens, wenn man so eine Let's Play wie mein Mario Party so lange am Laufen hat, kann man auch so richtig schön meine Veränderungen in der Kommentarweise sehen. Da empfehle ich es einfach mal, ihr vergleicht am besten, wenn ihr mit diesem Video fertig seid oder nichts zu tun habt ansonsten, den ersten Part von Marios Regenbogenburg mit dem ersten von Peachs Geburtstagstorte mit dem, den ich mit den Evo Games kommentiert habe. Und ja, da merkt ihr schon einen deutlichen Unterschied. Nichtsdestotrotz starten wir durch mit Gedächtnistraining in Welt 2. Das war übrigens, wer den Insanity Gamer Livestream von damals noch kennt, eine Nemesis von das Bier geil, weil der hat es geschafft, hier nur maximal 4 Münzen oder so einzusammeln. Ich fand das sehr lustig, wie oft er dabei gescheitert ist. Ich schaue in Bayern, ne? Die sind sowieso ein bisschen, ja, wohl, Moment, wir sind das langsame Volk. Eigentlich müsste ich als Hesse Probleme dabei haben. Ah, ich habe nichts gesagt, vergessen. Ich mache nur Spaß. Okay, also, was müssen wir hier machen? Die Sonderbedingung. Normalerweise reicht es ja, wenn wir nur ein paar Paare aufdecken. Ein paar Paare. Hier war die besondere Bedingung, dass wir es schaffen, innerhalb dieser Zeit, dieses Zeitlimits alle aufzudecken. Wird eigentlich nur problematisch dann, wenn man sich nicht merkt, wo die Paare einzeln verteilt liegen oder wenn es passieren sollte, dass man halt Bowser erwischt, was dem Computerspieler wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder passiert. Ja, jetzt dürft ihr mich Dr. Kirby Cox nennen. Oh, das war hochgepokert, 50-50 Chance. Sie zwei Patterns. Chance, ich treffe ihn, Pilz 50-50. So, damit sind wir eigentlich schon auf 15 bzw. 5 Leben hochgewandert. Auf geht's zum Bodenrammen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich übrigens nicht den Spielstand resetten wollte, da ich ja jetzt auf zwei getrennten Kanälen Let's Plays mache und der englische Kanal irgendwann auch mit Mario Party beginnen wird, war es etwas zu anstrengend, das alles zu resetten und neu zu starten. Das ist übrigens ein sehr einfaches Minispiel hier, da wir nur die Blöcke reinrammen müssen, wo wirklich alles abgedeckt ist, weil da sieht man, dass es die Stumpfen sind. Wenn man sich am Anfang nicht merken will. Macht ja auch nichts. Aber wir haben es auch so geschafft. Was ich jetzt nochmal sagen wollte zu dem einen Bonusvideo, das noch bevorstehen wird. Was haben wir hier? Oh, Tanz der Limbo. Oh, das könnte jetzt etwas schwieriger werden. Da müssen wir nämlich ins Ziel kommen. Das wird bestimmt die Voraussetzung sein. Müssen wir mal gucken. Ja, erreiche das Ziel. Um das Level abzuschließen. Was ich sagen wollte, das eine Bonusvideo, das wird nämlich so ein Top 10 Countdown sein mit meinen Lieblings Mario Party 1 Spielen und mit meinen Top 10 Hass Mario Party Spielen. Da werdet ihr dann auch noch aufgefordert, eine Videoantwort zu erstellen, aber das kommt dann noch bei Zeiten. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass ich hier nicht verrecke mit Luigi. Und da. Haben wir das auch geschafft. Cut Bonus! Würde man jetzt bei Sin and Punishment hören. Das kleine Anekdote. Reise nach Toad City. Sollte eigentlich kein Problem sein. Da das ja eigentlich ein einfaches Minispiel ist. So wie halt die Musik abgelaufen ist, rennen wir dahin. Es gibt ein paar Leute, die haben Probleme mit diesem Minispiel, wenn sie es Let's Playen, weil es gibt Aufnahmeprogramme, die spielen während der Aufnahme keinen Sound ab. Sondern nur dann im gerenderten Video, also auch im Endprodukt. Und ja, da hat man dann halt ein massives Problem. Zum Glück nehmen wir das hier aber alles von der Konsole auf. Deswegen auch eventuell diese bisschen leicht schwämmrige Grafik, aber wir upgraden ja unser Equipment, so wie genug Geld dafür dann da sein sollte. So, apropos Geld, 10 weitere Münzen gehen auf unser Konto. Und wir haben gleich Welt 2 abgeschlossen. Ja, was willst du? Piranha-Verfolgung, war mir klar. Ich denke, wir machen es so, dass wir 3 Welten pro Video versuchen. Je nachdem, das könnte dann auch bis zu 20, 25 Minuten werden, aber das ist ja eigentlich im Prinzip egal. Denn wir wollen uns nicht mehr allzu lange damit aufhalten. Ihr wisst ja, ich hätte in dem Happy-Update-Video gesagt, dass in der Pause, wenn die vorüber ist, wir im Prinzip versuchen wollen, über das ganze Wochenende verteilt Mario Party fertig zu kriegen. Also es gibt die neue Subbox, nur Mario Party für dieses Wochenende. So wie meine Uni-Pause vorbei ist. So. Jetzt weichen wir erst nochmal hier ein bisschen geschickt aus. Es wäre wirklich empfehlenswert bei diesem Minispiel, wie ich es auch schon gesagt habe, als ich mit meinen beiden Real-Gästen gespielt habe, dass man tatsächlich versucht, die Piranha-Pflanze nicht sehr groß zu machen. Aus dem einfachen Grund, dass man es dann dadurch einfacher hat. Oh Gott,
kann, ich werde nur wieder so einen Scheiß reden. Ja, dadurch hat man es einfacher, dass man eigentlich dann dafür sorgt, dass die Piranha-Pflanze dann auch ins Ziel rennen kann. Ich habe das gesehen, dass das möglich ist. Und ich habe eben so übelst herumgestottert beim Kommentieren, weil ich mich ein bisschen auf das Spielen hier konzentriert habe. Nichtsdestotrotz. Cut Bonus! Okay. Was haben wir als nächstes? Wir könnten jetzt hochgehen zu Level 5. Machen wir aber nicht. Wir wollen regulär alles abstreiten. Deswegen denke ich. Obwohl, warte mal. Nee. Gehen wir doch. Doch, wir machen es regulär. Wir machen jetzt Welt 3. Wildes Ausschneiden. Ab jetzt wird es schon etwas schwieriger. Da ich nicht gerade der Beste in diesem Minispiel bin, wie ihr ja wisst. Aber wir können ja sehen, wie ich mich einstellen werde. Ausgerechnet jetzt ein Goomba. Ist nicht gerade meine Lieblingsmethode. Aber bisschen Konzentration könnten wir das rundherum auch gleich geschafft haben. Oh Gott, das wird nichts. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass das nichts wird. Ich bin gespannt. Oh! Das ist ja auch mal was Neues. Das kam unerwartet, dass ich jetzt ausgerechnet als Beste abgeschnitten habe. Da bin ich als Bester abgeschnitten, das gibt's ja nicht. Ein ganz schöner Siegeszug hier, aber glaubt mir, ich sag euch was, spätestens ab Welt 6 werde ich am Scheitern sein, weil ich weiß, dass ich mit den Welten, die da kommen werde, übelste Probleme habe. Aber für den Fall, dass wir jetzt schon scheitern, tja, würde ich mal sagen, ich bin richtig mies in diesem Spiel. Mies! Jetzt gilt es eigentlich. Oh nein, da ist die Schatztruhe. Da bin Donkey. Oh, Yoshi, nein, Yoshi, verzieh dich, Yoshi, verzieh dich, Yoshi, verzieh dich. Ich glaub's nicht. Was hat mein Beispiel, hab ich versagt? Der gibt doch gar nicht. Und jetzt seht ihr, was ich auch meinte. Wenn man versagt, werden einem. Mit einem ein Leben abgezogen. Verdammter Yoshi! Nur weil die Schatztruhe so weit darüber verlagert war. Eigentlich ist dieses Minispiel einfach und ist auch nicht so schwer. Es macht auch Spaß, allerdings kann sowas schon eher dagegen führen. Also ich würde eher sagen, es ist so ein mittelmäßig gutes Spiel. Es gibt wirklich ein paar Spiele, die machen richtig Laune zu spielen. Minispiele von Mario Party 1, aber es gibt auch ein paar, da kann ich nicht gerade von Spaßfaktor und Replayfaktor reden, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt dennoch hier gewonnen. Dam-ba-da-pam. Wie wir voranstürmen, ist ja unbelievable. Nur noch 3 Minispiele und wir haben Welt 3 abgeschlossen. Genau, das sage ich auch immer, wenn ich Magenkrämpfe habe, so wie du. Wüstensprint. Ganz einfache Siegesbedingung. Ich muss mehr sprechen lernen. Dann wäre ich ja kein Let's Player, ne? Ja, ich wäre Sprachtherapeut wie der Typ in The King's Speech. Ganz einfache Siegesbedingung. Wir müssen versuchen, ins Ziel zu kommen. Denke ich, würde jetzt auch so, dass man nicht so drastisch werden. Geh weg, Donkey. Ja, genau. Schön, dass ihr euch quetschen lasst. Seht ihr mal wieder. Wir sind die Mario Brothers. Wir haben voll drauf. Und da sagt nochmal einer, Luigi bringt Unglück. Ich habe es ja nur bei einem Minispiel hier optisch versagt, aber naja. Dann gleich jedet weiter zum nächsten. Das ist schon ein Spaß hier. Großes Tauziehen, oh Gott. Warum ist das in so eine. Na gut, das ist eigentlich auch so eine Wüstensteppenlandschaft. Die haben ja so ein bisschen den Hintergrund angepasst. So hauptsächlich Wasser-Minigames in so einem eher im Wasserbereich, Wald-Minigames im Waldbereich. Aber dieses Minispiel tut jetzt schon auf der Handfläche weh. Oh Gott. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Und ich erstmal meine Handfläche nicht so malträtieren muss. Aber damit sind wir bei dem letzten Minispiel, das hier bevorsteht. Schiefe Türme, oh Gott. Ich werde scheitern, ich werde scheitern, ich werde scheitern.
Ich habe so keine Lust auf dieses Minispiel. Ding, ding, bitte, 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 bitte. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will das nicht spielen. Warum muss das sein? Ich falle immer bei den letzten Sequenzen runter. Ich hasse das. Ich stehe immer so in einer schiefen Neigung. Also wenn Aragorn mit mir in Moria gestanden hätte auf diesem einen Sockel von der Treppe, die nach Khazad Dûm zusammengebrochen ist, die wären runtergefallen, weil ich mich falsch geneigt hätte. Und jetzt haben wir es gleich. Warte, hopp. Wow. Wuhu. Und damit haben wir drei Welten abgeschlossen und ein Leben dazu bekommen.